Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal mit einem weiteren und diesmal letzten Teil zu unserem benutzerdefinierten Mode hier in Subnautica Below Zero. Wir haben in der letzten Episode hier die Basis komplett abgeschlossen, alle Dinge gebaut, die wir mal einmal bauen wollten und unter anderem hier dieses tolle Observatorium hier oben mit Blick auf die Merkur 2. Gefällt mir jedes Mal besser, wenn ich hier hochkomme. Und jetzt wollen wir endlich auch hier die Story abschließen, Alan seinen Körper bauen und natürlich hier auch dann den Planeten verlassen. Das ist der Plan für heute. Vielen, vielen Dank wie immer für euer Feedback an der Stelle, für eure vielen Kommentare. Eins will ich da ganz besonders nochmal erwähnen, und zwar den Kommentar von Doggy. Der hat mir nämlich eine komplette Liste von allen PDA-Einträgen zukommen lassen. Endlich eine Möglichkeit zu sehen, ob man hier alles eingesammelt hat oder gescannt hat. Wirklich, wirklich toll. Und ich habe mir ein Stündchen genommen und mich mal hingesetzt und das Ganze verglichen, um zu gucken, was mir jetzt eigentlich hier noch fehlt. Und ja, wir hatten ja mal den Deal, dass ich hier alles scanne. Und tatsächlich bin ich recht zufrieden, mal so vorsichtig ausgedrückt, denn wir haben relativ viel erwischt. Es haben mir ein, zwei Pflanzen gefehlt, die ich noch nicht... geht der kaputt hier im Tauchdock? Nein, ich habe gerade schon gedacht, ich habe gerade das Tiefenmodul hier rausgenommen. Also ein, zwei Sachen pflanzentechnisch, die ich noch nicht gescannt hatte. Tatsächlich auch ein paar Tiere, praktischerweise hier zum Beispiel den Kandidaten hier. Die habe ich dann gescannt hier im Tauchdock. Das heißt, ich konnte einiges nachholen. Was mir ein paar Sachen fehlen, ist mir aufgefallen, sind tatsächlich Tagebucheinträge und Altera PDAs. Das sind zwei, drei Sachen, die mir da fehlen oder sogar einige Einträge. Ich bin mir aber zum Beispiel bei den Tagebucheinträgen nicht ganz sicher, ob das damit zu tun hat, dass wir Alan am Anfang nicht dabei hatten und dadurch auch einige Konversationen einfach nicht stattgefunden haben. Also das könnte auch daran liegen. Und ansonsten, wie gesagt, die grundlegenden Dinge haben wir alle erwischt. Eine Sache, interessanterweise, bei den Pflanzen, die mir fehlt, sind die Drillingspocken. Und das ist sogar was Verwertbares angeblich. Und ich konnte nicht herausfinden, was das ist, beziehungsweise wo das überhaupt ist. Von daher vielleicht mal euer Kommentar an der Stelle, mir da unter die Arme zu greifen. Wer weiß, was das ist, immer her damit. Eine andere Pflanze, die ich auch noch nicht gescannt habe, ist irgendein Busch, den es, glaube ich, an Land gibt. Auch das werde ich bei der Gelegenheit mal nachholen. Aber ich bin recht zufrieden. Ich glaube, wir haben so gut wie alles erwischt. Und wie gesagt, nochmal danke hier an der Stelle an Doggy für seinen Kommentar. Und ich arbeite daran, diese Liste zu beenden. Der andere Kommentar, den ich gelesen habe, war, wir sollen Optimus auch noch so ein bisschen in einer Optimus-Farbe anstreichen. Jetzt sieht man das hier leider tatsächlich gerade gar nicht so sehr. Ich kann den gleich mal ins Tauchdock reintun. Er hat nämlich auch noch ziemlich schöne rote Elemente. Und ich habe das versucht, so ein bisschen blau-rot anzumalen, damit ich auch diesen Kommentar umgesetzt habe. So, großer Einleitungssatz. Was ich hier gerade nebenher eingesammelt habe, war ein Tiefenmodul für die Seebahn, für meine Ersatzseebahn, denn die werden wir heute nehmen und uns eben ganz runter ins Spiel begeben. Und dafür brauchen wir aber natürlich auch die Tiefenmodule. Deswegen habe ich hier schon die Zutaten dafür eingesammelt, sodass wir jetzt hier schon das Tiefenmodul für die Seebahn, das tiefste des Nummer 3, erreicht haben. Und jetzt kann ich diese Baupläne hier auch schon wegmachen. Und zusätzlich wollte ich eben noch dem auch noch zwei Module bauen, die ich benutzen kann, damit ich... was wollte ich denn jetzt gerade machen? Die hier wollte ich holen. Damit die auch ein bisschen Funktionalität hat, die Seebahn. Und von daher nehmen wir jetzt hier auch nochmal die Zutaten mit und bauen uns hier die zwei, den Nachbrenner und auch das Abwehrsystem, damit wir da unten nicht in irgendein Leviathan reinrennen und dann plötzlich unsere Seebahn zerstört ist. Und das letzte, was ich hier auf der Liste habe, ihr seht, ist die Quantenkiste. Denn die will ich zweimal bauen, um euch einen kleinen Trick zu zeigen. Auch der Grund, warum ich hier eine zweite Seebahn habe, den ich nutze, um hier ein bisschen Zeit zu sparen, sage ich mal, am Ende des Spiels. Und deswegen jetzt hier einfach mal die ganzen Systeme rein. Jetzt haben wir die maximale Tauchtiefe. Hoppla, hoppla. So, und den Nachbrenner. Die anderen brauche ich erstmal gar nicht.
Und jetzt bauen wir noch zwei Quantenkisten. Und damit haben wir dann nämlich die Möglichkeit, uns etwas zu basteln, was ich euch jetzt an der Stelle einmal zeigen wollte. Ich mache hier einmal die Quantenkiste und zweimal. Wer es nicht weiß, die Quantenkisten sind miteinander verbunden. Das heißt, alles, was in dieser Kiste drin ist, habe ich dann im Grunde Zugang zu, auch wenn ich es, sage ich mal, nicht dabei habe. Dadurch kann man ein bisschen mehr Ressourcen tragen, theoretisch. Ich kann jetzt hier zum Beispiel eine fallen lassen. Was willst du mir geben? Vielen Dank. Und wenn ich jetzt hier Sachen reintue, dann kann ich die von überall erreichen, sozusagen. Und natürlich, und das finde ich ganz cool, wollen wir jetzt die Körperteile da unten im Fabrikatorlager bauen. Und dafür brauchen wir natürlich diese Zutaten hier. Die Quantenkiste brauche ich gar nicht mehr. Moment, die werde ich dann schneller los über das hier. So. Und jetzt brauchen wir nur noch die Zutaten für die Körperteile und die können wir dann hier reintun und haben dann von da unten den Zugang. Ich kann sie jetzt natürlich auch einfach mitnehmen, aber ich wollte euch diese Möglichkeit einfach mal zeigen, dass man das dann theoretisch da drin lagern kann. Und jetzt nehme ich einfach die Sachen mal hier mit. Jetzt zum Beispiel die Geiselkörbchen, die, upsala, den Gelsack, die zwei und was brauchen wir noch? Noch einiges brauchen wir, ne? Fasern tatsächlich, dann können wir hier nochmal hier den... Na, oh, das sind so schwer. Seht ihr, dass man immer liest Außenbeetkasten, wenn man hier auf den Wickelpilz geht und dann wird man auch nichts... Was willst du mir geben? Gib's mir schnell. Oh, danke. Der war gut. Hier, Wickelpilz muss dran stehen. Dann kann man auch ein Stück davon erwischen. Vorher geht das gar nicht. Und dann brauchen wir noch ein Rubin. Oh, da habe ich Gott sei Dank noch einen. Ich glaube, Kyanit brauchen wir. Drei Stück, genau. Was haben wir noch so? Ah, Poli habe ich schon, perfekt. Da wäre auch noch ein Wickelpilz gewesen. Ich glaube, nur ein Ionenwürfel. Okay, werden wir auch noch los. Und, diese Blasen, ich glaube, aber die habe ich auch irgendwann mal eingesammelt. Hier, die braucht man nur für das eine Körperteil, die Wurzelblase. Ansonsten nie im Spiel, aber auch das muss man natürlich dann trotzdem dabei haben. Und, jetzt fehlt mir tatsächlich Titan, kann das sein? Ich brauche nämlich... Ja, Tatsache, mir fehlt einmal Titan, das gibt's ja nicht. Na gut, das kriegen wir auch noch irgendwie hin. Jetzt baue ich mal die Fasern. Und dann brauche ich nämlich nur noch den Plastallbarren und das soll es gewesen sein. Aber Titan werde ich ja wohl hoffentlich irgendwo hier finden. Ja, der Grund, warum ich nochmal eine Seebahn gebaut habe, jetzt auch nochmal mit dem Tiefenmodul, ist einfach, dass ich später mit der Seebahn runterfahre und dann einfach nicht den gesamten Weg nochmal runtergehen will, beziehungsweise wieder rausfahren will. Das dauert nämlich ewig, sondern ich beam mich einfach hier hoch. Deswegen ist jetzt die andere Seebahn mit dem Teleporter-Abteil verbunden und dadurch habe ich die Möglichkeit, jederzeit mich wieder hier in meine Basis zu beamen, sozusagen. Zack, da ist unser Titan. Und spar mir dann den Weg. Klar, die Seebahn steht natürlich dann da unten, aber ich werde eh... Also ich habe jetzt quasi gespeichert, bevor wir hier diesen letzten Trip angehen und werde dann das Spiel beenden, aber diesen Speicherstand jetzt hier quasi benutzen, um eventuell weiterzuspielen, weil ich dann Ellen noch dabei habe. Und das hilft mir zum Beispiel mit den Seekobolden. Und sobald man das Spiel beendet, ist ja eh vorbei. Das heißt, man lädt dann eh den letzten Speicherstand sozusagen. Und deswegen finde ich das eigentlich eine ganz gute Methode, das so zu machen. Und man spart sich einfach einen Weg, ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. So, jetzt gehen wir in den Vorrat. Und was ich ganz interessant finde, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass die Zutaten für die drei Körperteile genau reinpassen. Ist wie dafür gemacht. Die passen alle exakt hier rein. So, und jetzt sind wir damit schon fertig. Jetzt müssen wir vielleicht noch was essen, damit wir hier den Trip auch schaffen. Hoppala, zack. Und zack. Machen hier nochmal die rein und... So, das reicht eigentlich schon. Und dann sind wir ready für den Weg. Ich hoffe, Alan ist auch bereit für seinen
Körper, denn den werden wir jetzt angehen. Uiuiui, da war schon wieder ganz schön wenig Energie hier drin. Das ist, weil die Wasserfiltermaschine hier schon wieder gearbeitet hat, weil ich Wasser eingesammelt hatte. Apropos Wasser, da bin ich immer noch nicht ganz voll. Okay, good enough. So, in unsere frische Seebahn, weil ich finde es ganz cool, jetzt einfach mit einer einzelnen Seebahn loszufahren. Und dadurch ist man ein bisschen agiler und muss nicht die ganzen Abteile los mitnehmen, sage ich mal. Sondern wir fahren jetzt einfach hier mit nach unten und werden die Körperteile bauen. Das ist der Plan. Also wir sind auf der letzten Reise hier, sage ich mal, durch dieses Game. Ich werde in naher Zukunft dann den ersten Teil beginnen und ja, hoffe auch da wieder auf euer Feedback, auf eure Inputs, damit wir auch da so eine, ja, es gibt keinen benutzerdefinierten Mode, aber auch so ein bisschen, wenn ihr Lust habt, einfach eine Runde zu machen, wo ihr auch so ein bisschen mitbestimmt, was wir als nächstes machen, wo die Reise hingehen soll und so weiter und so fort. Freue ich mich drauf. Ich habe jetzt auch wirklich Bock auf den ersten Teil wieder. Schon wieder eine Weile nicht gespielt. Der letzte Durchgang war mein Hardcore-Mode, den ich vor einiger Zeit mal gespielt habe. Also schon wieder ein bisschen was her. Mir ist übrigens, als wir hier kürzlich unten waren, für Ressourcen aufgefallen, dass der Leviathan noch nicht respawned ist, beziehungsweise mir hat dann auch jemand geschrieben, dass die wohl nicht respawnen. Das fand ich ganz interessant, weil ich hätte schwören können, dass die wieder auftauchen nach einiger Zeit, aber anscheinend haben wir jetzt hier den ersten, sage ich mal, der ab hier in diesem Bereich seine Runden dreht, erwischt und gekillt und sind ihn los, sozusagen. Also der ist gar nicht mehr da. Wir können ja hier mal kurz warten, aber ich glaube, nee, da kommt keiner. Das heißt, hier sind wir jetzt tatsächlich safe. Das heißt, es ist jetzt auch ganz cool, um Ressourcen zu sammeln und so weiter, weil hier kommt kein nerviger Shadow Leviathan und will uns ans Leder. Und von daher können wir jetzt hier auch ganz gemütlich weiter. Der zweite lässt natürlich nicht lange auf sich warten. Der kreist hier nur ein paar Meter tiefer. Da sind wir jetzt schon in seiner Region, wenn ich mich nicht täusche. Der ist nämlich dann hier bei diesen großen Kristallvorkommen, gibt es dann den zweiten. Und dann natürlich ganz unten nochmal zwei, also insgesamt gibt es vier von den Kandidaten, will ich behaupten. Aber ich glaube, um den sind wir jetzt auch ganz gut rumgekommen. Der müsste nämlich hier irgendwo sein. Und wenn wir uns jetzt hier so grob Richtung Osten orientieren, sollten wir dann auch ins letzte Gebiet kommen. Oder ist das so? Bin ich zu früh abgebogen? Ich bin mir immer nicht so ganz sicher, muss ich sagen. Ah, nee, das ist richtig, glaube ich, ja. Das ist mich doch hier manchmal ein bisschen ein Labyrinth. Aber ihr seht, jetzt kommen hier schon die roten Kristalle. Das heißt, wir kommen jetzt hier in die richtige Region. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir hier einigermaßen durchkommen. Aber ich habe ja mein Abwehrmodul extra gebaut, damit wir hier uns vor dem Leviathan schützen können und den Nachbrenner, damit wir hier ein bisschen Gas geben können. So. Ja, da ist er. Servus. Der hängt fest. Sehr gut. Und Boost, wo ist er? Da ist er. Vielleicht kommen wir so ganz an ihm vorbei, aber der zweite lässt wahrscheinlich nicht lang auf sich warten. Ah, ich höre ihn hinter mir. Ich versuche ihn abzuhängen. Okay, alles gut. So, da ist der zweite. Aber wir sind jetzt, glaube ich, auch da. Ja, gar nicht schlecht. Hier runtergekommen ohne große Probleme. Ich überlege gerade, ob hier so eine Pflanze sein könnte, die ich noch nicht gescannt habe. Also wie gesagt, wir haben fast nur, ich glaube, wir haben zwei Pflanzen. Insgesamt haben mir vier gefehlt. Zwei von denen, die mir gefehlt haben, habe ich schon gescannt. Und es ist aber diese Drillingspocken oder sowas hieß das. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber irgendwie so. Und die haben mir leider komplett gefehlt. So, okay, jetzt bin ich hier und jetzt müsste ich doch theoretisch hier einfach die Kiste fallen lassen können. So, ich habe das jetzt natürlich nur gebaut, weil ich die Quantenkiste tatsächlich noch gar nicht gebaut habe. Deswegen wollte ich das jetzt einfach mal nochmal zeigen, wie das funktioniert von der Idee her. Und jetzt habe ich hier eine Kiste, die komischerweise falsch rum lag, aber
Liegt die immer so? Ne, jetzt ist sie richtig rum. Die ich immer zugänglich machen kann. Also sollte ich hier nochmal Ressourcen finden, kann ich die jetzt hier reintun und dann werden die direkt bei mir in der Basis auch zugänglich. Das ist die Idee dahinter. Und man könnte auch theoretisch immer eben eine von diesen Kisten mitnehmen und dadurch, ich glaube, die braucht 6 Plätze und hat aber halt deutlich mehr. Das Doppelte, glaube ich. So, Alan, so. You said your people came here in search of a cure? Bauen wir mal hier den, scientist, like me? Den guten Körper. As I said, like me. If that is your interpretation. So, how did your valuable scientific mind wind up infected? Jetzt kriegen wir natürlich vielleicht, vielleicht kriegt man hier auch nochmal Tagebucheinträge. Ihr habt gesehen, ich habe jetzt endlich mal alle abgearbeitet. Jetzt habe ich eine Unterhaltung bekommen, aber okay. So, dann bauen wir here to search for a cure? Das Gewebe. The bacteria got out on your watch? This subject is uncomfortable. If you would like to know more, I will ask that you first construct the final component. Ja, ja. Da habe ich beim ersten Mal gedacht, weil er so ausweicht, dass er vielleicht der Megatwist kommt und er ist böse. Ne? Ich baue ihm seinen Körper und er sagt, haha. Und dann habe ich ein Riesenproblem plötzlich, aber Spoiler Alert, ist nicht so. Amends? For the bacterium? There seems to be a lot you're not telling me. It is hard for me to find the words. I must collect my thoughts. Mach mal. We have all the necessary components. You may initiate body fabrication sequence from the terminal. You still owe me an explanation. I understand. Cool. So, wenn wir jetzt hier drauf drücken, dann wird der Körper gebaut. Machen wir mal. Können wir uns das nochmal von nah anschauen hier? Did you cause the accident? Yes. I do not wish to speak about it. We can come back to this. So, da ist er. Ja, Alan war der Wissenschaftler, der so ein bisschen, also in Anführungszeichen, verantwortlich war für den, für das Freilassen des Virus. Die haben ja in der Seuchenforschungsstation damit gearbeitet, sag ich mal. Zack, gescannt. Ja, da seht ihr, da mal wieder einen neuen Eintrag. Also so ein paar, ja, habe ich ja gesagt, ein paar haben mir gefehlt, aber es war hauptsächlich im Bereich Altera, also hier diese PDAs, die es man eingesammelt hat, weil ich da nicht so den Fokus drauf gelegt habe, weil man jedes Mal dann hier diese Sprachnachrichten bekommt und das stört mich manchmal auch im Spiel, wenn ich was erzähle oder so. Und ansonsten hat tatsächlich hauptsächlich, ich glaube, geologische Daten hatten eigentlich alle, hauptsächlich bei einheimischen Lebensformen, da haben 4 Pflanzen gefehlt. Land hatten wir alle, Meer eben ein paar und eben dieses eine bei Verwertbares, wobei hier auch manche Sachen wie zum Beispiel der Korbpilz, ich wüsste nicht, wofür der gut ist. Ich kann auch nichts abschneiden da, soweit ich weiß. Also ich weiß zum Beispiel nicht, warum der bei Verwertbares ist. Auch das hier. Ne? Und hier hat irgendwas hier zwischen chinesische Kartoffeln und Eiskorb, da hat mir Trillingspocken heißen die, glaube ich. Und keine Ahnung, was das ist und wo ich die bekomme, das hat mir gefehlt. Tiere hatte ich eigentlich alles. Ich hatte mal die Zähne vom eingefrorenen Leviathan, das hat mich schon mal jemand drauf hingewiesen. Die hatte ich auch nicht gescannt, also ja, auch das hat gefehlt. Aber sonst, wir waren eigentlich sehr gut, also bei Bauensachen, Techniken und so weiter hier, diese Sachen haben wir alles. Also wir waren sehr gründlich, muss ich sagen. Und ich habe jetzt auch noch ein paar, wie gesagt, 2, 3 Pflanzen nachgeholt. Und ansonsten sind wir echt ganz gut durchs Spiel gekommen. Muss ich jetzt hier irgendwas machen, damit Alan, während ich hier habe. So. Bye bye, Alan. Did it work? Are we? Ich denke mir immer, streckt er sich oder macht er nur die Lichter an? Ja, er macht hier gleich hier den auf Baba mit seinen Armen hier. Ja.
Doc Ock. Hey. Cool. Ja. Am I not in my head anymore? There are some remnants. Would you like your memories of me removed as well? Are you kidding? No way. You still owe me the end of your story. Ja, also jetzt könnte man theoretisch auch nochmal speichern und hätte halt dann Ellen aus dem Körper und müsste dann nur noch bis zum Exit-Point gehen, was wir jetzt ja gleich machen. When the bacteria escaped, it was my fault. I disobeyed the directive from my network. Oh no. We noticed that a species of Leviathan Young produced an enzyme that is efficient against the bacteria. I thought if we incubated sea dragon eggs, we might expedite their hatching. I was not wrong. But it would appear that sea dragon parents are stronger and more motivated than our facility was rated to handle. And the bacteria got out, infecting everything. How many survived the outbreak back home? Are they still waiting for someone to bring back a cure? I do not know. Can I help? The fact that I withheld this information does not concern me. You certainly manipulated it. And I've also made my own share of mistakes. I'm still committed to helping. I accept your help. Find me at the gate when you are ready. Yes, mach mal. Also, er sagt, es war sein Fehler. Ich meine, ja, die haben damit geforscht, mussten sie ja, aber jetzt haben wir hier ein neues Signal bekommen. Aber letztendlich hat halt ja hier das Jungtier, das die Forschungsstation, nicht das Jungtier, sondern der Seedrache die Forschungsstation zerstört und jetzt nicht eher irgendwie absichtlich. Also auch da wirklich Fehler, ja, ich weiß nicht. Also, wie auch immer man es darstellen will, also ich finde jetzt die Story an sich ist okay. So, bleib du mal ganz ruhig. Was wir jetzt machen, ist, wir nehmen das Modul und das Modul. Das hier müssen wir drin lassen, denn die Seebahn ist nun mal jetzt hier, wenn ich sie nicht mit hochnehme. Und theoretisch können wir auch die Quantenkiste mitnehmen, weil was soll ich damit hier? Ja, doch, so machen wir's. Und dann nehmen wir einfach den Kollegen hier und ich hoffe, dass ich das jetzt richtig mir vorgestellt habe und setzen den einmal ein und beamen uns, zack, welcome on board, Captain, nach oben, in unsere Basis direkt. Und das finde ich eigentlich ganz cool, weil man spart sich die ganze Fahrt da hoch. Es ist eh immer so eine Sucherei, bis man da wieder den Ausgang findet. Und dementsprechend, zack, sind wir jetzt hier. Und können hier Feierabend machen sozusagen. Ich schmeiß mal die Quantenkiste einfach hier rein mit den zwei Modulen. Und dann können wir uns überlegen, ob wir Optimus oder Iron Man nehmen auf dem Weg in Richtung Finale. Ich will jetzt die Seebahn, lasse ich glaube ich hier drin tatsächlich. Ah, ich wollte euch aber, genau, ich wollte euch ja doch zeigen, wie Optimus eigentlich jetzt aussieht. Wie gesagt, da hat jemand gefragt oder mich gebeten, zumindest ihn versuchen so anzumalen, dass er ein bisschen nach Optimus aussieht. Ich hoffe, ich habe das überhaupt richtig in Erinnerung. Der ist so ein bisschen blau-rot. Und ja, jetzt sieht man es ein bisschen besser von der Farbe her hier im Licht. So sieht das aus. Näher dran bin ich nicht gekommen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Aber das ist jetzt die Optik von Optimus geworden am Ende. So, zack, zack, zack. Na, okay. Jetzt theoretisch, weil wir ja hier das Spiel jetzt beenden, könnte man jetzt hier noch rangehen und sagen, zack, wir machen jetzt hier alle Sektionen aus. Ich weiß aber nicht, ob ich hier alle wirklich erwische, weil das ist manchmal ein bisschen, ich sag mal, fickrig, darf ich das sagen? Also es ist so ein bisschen schwierig, hier alle zu erwischen, finde ich. Das kann ich, das geht auch, okay. Muss man ja auch nicht unbedingt, aber ich finde es mal ganz witzig, das zu probieren zumindest. Gerade diese Stege hier und oder das Teil hier, das ist extrem schwierig. Ich weiß nicht warum. Extrem schwierig zu erwischen. Aber die großen können wir ja mal ausmachen. Scannerraum, zack, zack. Na, hier, der große Raum. Weil wir verlassen jetzt schließlich den Planeten, also müssen wir hier möglichst energiesparend mit unserer guten Basis umgehen, dass falls Margaret mal sich entscheidet, umziehen zu wollen, hier in unsere Pornohütte, dass sie dann hier auch die Möglichkeit dazu hat, sage ich mal.
Zack. Na? Ja, ihr seht, also der wird dann hier nicht... Ja, jetzt habe ich wieder eine angeschalten. Also der bietet mir hier nicht immer die Sektion an, die ich gerne hätte. Ich weiß nicht, warum das so schwierig ist. Aber ja, ich kann hier auch die Höhe nicht mehr verstellen. Also an den, witzig, an das Observatorium kommen, Observatorium, ja, okay, ihr wisst, was ich meine, komme ich gar nicht mehr ran. Observatorium ist doch kein so schwieriges Wort. Na gut. Guck mal. Den da hätte ich gern noch erwischt, wenigstens. Ja, okay. So. Ja, das ist die Basis jetzt bei Nacht nochmal. Hier, guckt mal. So sieht's aus. Ich finde auch tatsächlich, man müsste viel mehr von diesen Lichtern hier machen. Das sieht auch irgendwie cool aus. Einfach das Licht ausmachen. Na ja, guck mal, den habe ich nicht erwischt. Tauchdock. Jetzt kann ich hier wahrscheinlich nicht mal mehr einsteigen, oder? Ah, doch, das geht. Interessant. Aber er nimmt es dann nicht mehr auf, vermutlich. Zack, hier unser Raum hier oben. Ah, die Türen gehen noch auf, das ist interessant. Okay, gut zu wissen. Schön. Ja, schöne Basis. Gefällt mir gut. Und hier machen wir jetzt auch zu. Feierabend, alles abschließen, ne? Wir können auch hier nochmal kurz... So, jetzt mache ich hier wieder auf, das ist ja auch bescheuert, aber... können hier nochmal einen finalen Blick drauf werfen. Eigentlich müssen wir unser Haustier mitnehmen. Oh, das habe ich auch noch nicht gemacht. Guck mal. Die kann man ja leider nicht benennen, glaube ich. Aber den könnten wir doch mal mitnehmen. Jetzt gehen wir hier mal raus. Hier habe ich nämlich Iron Man geparkt. Oder besser gesagt den Useless Krebs, der ja mittlerweile ein paar Funktionen hat zumindest. Wobei jetzt ohne Raketen, ohne Torpedos hat er schon wieder deutlich weniger Funktion. Jetzt können wir ja theoretisch mal ihm hier sagen... Folgen, mein Junge, folgen. Ja, sehr gut, los geht's. Und in dem haben wir auch ein Sprungtriebwerk, sehr schön. Von daher machen wir uns jetzt einfach auf den Weg. Wurfhakenarm wäre noch gut gewesen. Den hätte ich noch mitnehmen können, aber den brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht mehr. Oh! Oh, hast jetzt aber nicht mein Haustier gefressen. Ne, da hinten kommt er. Das wäre es jetzt gewesen. So, jetzt müssen wir einfach zu der Markierung da. Ihr seht, ich halte mich jetzt hier gerade nur so ein bisschen. Ja, der folgt mir. Too cool. Das habe ich tatsächlich nie wirklich genutzt, dass die einem folgen. Ich habe den immer gern bei der Basis, weil ich mir sonst die ganze Zeit Gedanken machen muss, ob der das überlebt oder nicht. Aber jetzt probieren wir das mal auf die letzte Reise. Vielleicht kommt er ja mit ins Raumschiff. So, ich weiß nur, dass hier irgendwo noch der Chilicephalus rumfliegt. Deswegen müssen wir hier so ein bisschen aufpassen zumindest. Ah, hier ist die Crash-Site. Ah, okay, dann sind wir vielleicht sogar ein bisschen südlich von der Stelle, wo der auf uns wartet. Das könnte gut ausgehen. Wo ist der Kleine? Oh Gott! Aufgepasst, ey, weg hier. Ey, ey, ey. Nicht, dass der noch drauf geht. So, balla. Könnt sogar mal oben rausgucken hier. Herrliches Wetter, traumhaft. Ich bin übrigens kürzlich, nicht eine Episode dazu gemacht, aber ich bin mal einfach aus Neugier. Ich war ja schon ab und zu mal auf den Eisbergen unterwegs, wer das von mir kennt. Man kommt ja, es gibt ein paar Stellen, wo man auf die Eisberge und so ein bisschen aus der geplanten Welt rauskommt. Und bin mal wirklich alles abgelaufen. Vielleicht mache ich ein kurzes Video dazu, schneide es ein bisschen zusammen oder mal ein Short. Ich habe ja, bin nicht so der Shorts-Macher. Vielleicht muss ich da mal einen Short zu machen, damit YouTube endlich die Klappe hält und mich nicht mehr nervt, dass ich keine Shorts mache. Weil irgendwie promoten die das gerade hart. Ja, aber ich weigere mich da irgendwie. Bin nicht so ein Short-Mensch. Aber vielleicht wollt ihr das ja mal sehen. Also ich auf jeden Fall... Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte da irgendwie euch mal zeigen. Ich bin nämlich an zwei, drei Stellen gekommen, wo ich vorher noch nie war. Und dann bin ich mal einfach, habe in den Einstellungen den Krebs, ich war mit dem Krebs unterwegs, weil mit dem kommt man da hoch, den Krebs unsterblich gemacht sozusagen. Und bin ins Void gesprungen.
und habe mal geguckt, wie tief man da fällt, also ob man da irgendwo auf Grund kommt. Und ich hätte schwören können, ich bin nämlich mal im Osten runtergesprungen und dass ich da irgendwie nur auf so 3000 Meter gekommen wäre und dann auf Grund. Aber ich glaube, das war ein Bug, weil dieses Mal bin ich, glaube ich, fast auf, muss ich hier lang oder? Also ich glaube, bei 10.000 oder so hat er mich einfach respawned und wieder ins Wasser geschmissen. In die Safe Shallows. Das fand ich total witzig. Oh nein! Oh Gott, ich habe gerade gedacht, das wäre mein Haustier gewesen. War es auch? Nein, das ist ein Pinguin, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da ist, bist du. Oh, bin ich gerade erschrocken. Ich habe gerade gedacht, ich hätte das Perlauge gekillt. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Weil es so geschrien hat. Aber es war nur ein Kegelpinguin. Ich entschuldige mich natürlich bei allen Kegelpinguin-Fans. So, jetzt gehen wir an Land und jetzt bin ich mal gespannt, ob der Kleine auch mitkommt. Folgen Sie mir? Ich weiß, der kann an Land, aber anscheinend hier nicht, oder wie? Doch, doch, okay. Ja. Trau dich. Trau dich ruhig. Komm hier lang. Ja. Ah, kann ich weiter, oder wie? Ah doch, jetzt kommt er. Witzig. Okay, los geht's. Oh, jetzt renne ich ihn doch noch um. Pass auf. Wie cool. So, jetzt stellen wir unseren Krebs hier auf der Plattform ab. Witzig. Hab ich auch noch nie gemacht. Ich war, glaube ich, auch noch nie mit dem Krebs hier tatsächlich. Und schon gar nicht mit meinem Perlauge. Na gut. Los geht's. Komm, komm, komm. Wie witzig. Also, ich glaube zwar nicht, dass der einem bis ins Portal rein folgt, aber trotzdem mal witzig, den dabei zu haben. Naja, gut. So, jetzt kommen wir hier in... Das ist für alle, die es nicht wissen, wir sind jetzt hier beim Außenposten 0. Beim Hauptaußenposten sozusagen. Und hier in der Höhle finden wir dann die letzte Phase des Spiels. So, ich wollte nämlich genau, jetzt weiß ich wieder, warum ich auf die Eisberge gelaufen bin. Ich wollte gucken, ob das Phasentor, wo wir jetzt hin teleportiert werden, ein realer Ort irgendwo quasi außerhalb der Eisberge ist. Also quasi, ob man da auch hinkommen würde sozusagen. Aber ich glaube nein. Weil ich habe ihn nicht gefunden oder ich habe es nicht gefunden. Ich bin da wirklich eine Stunde rumgelaufen. Beyond this teleporter, there is no turning back. Are you kidding? I can't pass up a chance to see where architects come from. Besides, I don't have another ride. I do not know what we will find there. The others may be sick or angry. If they live at all. Or ich glaube, wenn es mal Subnautica 2 oder 3 oder wie auch immer sie es dann nennen, gibt. Please complete any business you still have on this planet. Ich habe kein Business. Join me on the other side. Dann wird es keine Fortsetzung mit Alan sein, so nach dem Motto, wir sind jetzt plötzlich auf dem Planeten, wo die Architekten sind. So, mein Lieber, ich könnte ihn jetzt hier warten. Ich gehe jetzt mal durch. Ansonsten, falls wir uns nicht mehr sehen, auf Wiedersehen. Es war mir ein Vergnügen. Aber wir gehen jetzt hier durchs Portal. So. Und ja, wie gesagt, ich habe mich halt gefragt, ob man diesen Ort hier... Er kommt! Du bist mitgekommen, blaues Perlauge, du bist am Start. Aber er hängt da. Er hängt im Portal. Wie witzig. So. Geil. Okay, ich habe halt mich halt gefragt, ob dieser Ort hier irgendwie auffindbar wäre. Aber ich zumindest habe ihn nicht gefunden. Weil theoretisch muss der ja irgendwo in der Welt stehen. Wow. Yeah.
nicht schlecht. Das ist schon immer beeindruckend. Will you help me prepare the ship? Ja. The energy masses must be moved into place. Merci. Well, this is different. So. Ich wollte jetzt aber die Chance nochmal nutzen. Ja, genau. Also ich habe halt geguckt, ob es irgendwo quasi... Ach, du bist ja doch da. Servus. Wie witzig. Der kommt echt mit. Ob hier eben dieser Ort, sage ich mal, den wir jetzt hier sehen... Oh, ich habe vergessen, dass man hier richtig springen kann. Guck mal. Ob der eben erreichbar wäre, dass wenn ich hier über irgendeinen Felsen krabbel, plötzlich hier auftauche. Aber... Es schien nicht so zu sein, aber trotzdem habe ich ganz interessante Sachen gefunden. So, jetzt machen wir aber hier erstmal die Säulen heile. Ja, da guckst du, ne? Da guckst du. Lieber. Das finde ich gut. Den hatte ich echt noch nie dabei hier. Das ist echt gut. Ich habe das Spiel schon ein paar Mal abgeschlossen, aber noch nicht mit Perlauge im Schlepptau. So. Easy going. Tipptopp. Na, wo ist er? Ah. Ich bin so gespannt, ob der mit ins Schiff springt. Er fühlt sich nicht ganz so wohl, hier habe ich das Gefühl. So, hier kriegst du deine Arme wieder. The energy field is ready. There is no time to lose. So, my friend. Der spawnt immer wieder hinter mir, habe ich das Gefühl. Der taucht immer plötzlich so hinter mir auf. Zeig mal, was du kannst. Seine Bautechnik hätte ich gern auch drauf. Das, funktioniert auch gut. Wobei, unser Konstruktionswerkzeug funktioniert auch irgendwie mit Luft und Liebe, habe ich das Gefühl, was das immer herstellen kann. Cool. Ja, und Perlauge nicht vergessen, Alan, ne? Wir wollen jetzt hier nicht unser Perlauge vergessen. Ich hoffe so, dass der mit reinkommt. Ich bezweifle es, aber... Ja, Tür zu. Da hätte er jetzt wenig Zeit gehabt, um reinzukommen, sag ich mal. Oh, ich bin zu leicht. Oh, dann Perlauge, das zerschellt dann oben an der Decke, wenn es den Teleporter hier hochnimmt. Er ist am Start! I love it! I found the answers I was looking for. I'm ready to move on. Oh, wie cool ist das denn? But I know she died fighting and I got ja, to finish mega her Resümee, Robin. I'll always carry her memory. Good. Good. Please brace yourself and then we will depart. Wie lustig ist das? Das ist ja fast mein Thumbnail, oder? Wie gut ist das denn? Ich feiere das gerade, dass wir unser Perlauge, und es schwebt so in der Luft und ist total unhappy, aber ist am Start. Ein Traum. Na gut, jetzt habe ich unser Resümee hier kaputt gemacht, aber finde ich schon ziemlich cool. Witzig. Na gut, auf geht's. Ihr Lieben, mit diesem Knopfdruck, sage ich mal, habe ich das Spiel beendet. Ich will mich nochmal wirklich bedanken bei euch. Es war eine coole Reise. Vielen, vielen Dank für eure zahlreichen Kommentare. Eure Unterstützung hier auf dem Kanal bei diesem Projekt und ich freue mich schon, das Ganze im ersten Teil zu wiederholen, denn das ist wirklich auch, weiß ich, von vielen das Lieblingsspiel und ich habe wirklich Lust drauf und bin gespannt, wie das Erlebnis wird. Es ist ja immer doch was anderes, wenn man, ja, sag ich mal, gemeinschaftlich entscheidet, wo die Reise hingeht. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, wie immer. Lasst gern ein Like da fürs Video, Abo für den Kanal. Und ich kann nur nochmal Danke sagen. Es hat wirklich Spaß gemacht. If I am the last of my kind, I will experience the sorrow of 10,000 souls dimming.
Da sind wir. Leute, das ist das Ende des Spiels. Ich denke aber, ich werde auf jeden Fall noch Bauprojekte hier machen in Subnautica Below Zero. Es gab ja auch da schon ein paar Vorschläge. Wird auf jeden Fall umgesetzt bei Bumblebee Baut. Und wie gesagt, lasst ein Like fürs Video da, Abo für den Kanal. Und dann sehen wir uns hier ganz bald wieder. Bis dahin und tschüss.